Hi. Da bin ich wieder. Sonntagmittag. Und wir machen uns schick. So, ich teile erstmal wieder. Ihr kennt's ja, das Leidige. Mein leidiges Spiel. Uno momento. Wer reinkommt, sagt Hallo. Ich bin völlig planlos, was ich heute mache. Schade, dass keiner da ist. Könnte ich mal fragen, was ihr wollt, ne? Nun denn, ich lege mal hier meine sieben Sachen auf Seite und starte mal. Erstmal ein bisschen Rosenwasser. Mal meine Haut, ne? Aber trotz alledem, warte mal, ich mache mal hier noch ein Licht an. Ich glaube fast, es könnte noch ein bisschen schöner sein für euch. Schaut mal, wie schön das schon geworden ist. Also gestern Abend, das ist auch immer ganz krass. Ich finde, abends ist es zurzeit besser als am Tag. Gestern Abend war hier wirklich, also hier sieht man jetzt doch schon noch ein paar Gefäße, ne? Die waren gestern echt nicht mehr zu sehen. Und hier war es ganz wenig, aber es ist heute wieder ein bisschen mehr. Aber im Gegensatz zu dem, was es mal war, ne? Das war ja mal bis dahin da. Und hier war es auch bis hin da. Hier ist es jetzt wirklich nur noch hier so vereinzelt. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Und auch das Rosenwasser so ein bisschen, das hilft mir ja noch dazu noch ein bisschen. Hi, Manuela! Da ist schon jemand da. Ich bin alleine. Ich sehe das immer nicht. Das ist voll blöd. Blöd ist das. So, eine Runde BB-Cream. Was machst du? Nix auf der Couch, Füße hoch. Heute ist Sonntag. Ich hoffe, du arbeitest nicht noch nebenher so viel. Ne, wie das immer mit diesen Selbstständigen ist. Selbst und ständig. Heute ist. Ah, Geburtstag. Ich habe es gesehen. Deine Tochter hat Geburtstag. Ja, jetzt. Hat wen gedauert? Die? Ja, volle Hütte. Happy Birthday. Mann, Mann, da ist was los. Stimmt. Was? Internationaler Hebammentag ist heute auch noch? Ist heute nicht irgendwie Weltlachtag? Und war dann der Geburtstag gestern? Doch, mir ist Geburtstag, genau. Dachte ich doch, weil ich habe vorhin beim Durchscrollen irgendwo habe ich sie gesehen mit ihrer Geburtstagstorte, mit den Schmetterlingen, der Kuchen gesehen. Ja, ich bin eine aufmerksame Zuschauerin. Merkst du was? Ich war nur schon wieder mit meinem Hirn woanders. Das ist halt, ja, aber mein Hirn. Alles an einem Tag, meine Herren. Da ist was los. Ja, wir sind zum Kaffee eingeladen. Also ich hab's heute wieder mal easy peasy. Easy peasy. So, BB-Cream in der Farbe Bisque plus ein bisschen easy peasy Concealer, damit wir ein bisschen Deckkraft haben. Ich muss mir mal irgendwas suchen, was schmaleres wie das zum Vermischen. Keine Ahnung. Ja, und da hast du Zeit noch bei mir reinzuschauen, das ist ja geil. Du bist ja die Coolste. Du bist ja die Coolste. Obwohl, ist jetzt heute schon voll. Kaffeezeit ist ja noch nicht ganz, ne? Aber wahrscheinlich bald richtig voll. Oder habt ihr gleich nach dem Mittagessen den Kuchen gestartet, sozusagen? Bist gerade im Bad. Ja, sehr geil. Hast dich verzogen. Schnell weg. Kenn ich. Mach ich auch gern. Wenn die Hütte voll ist, mach schnell ins Bad. Blender feucht gemacht, wisst Bescheid. Und auf geht's. Du machst dich fertig, ja, das ist doch schön. Mach dich mal schön fertig. Mach mal deinen schönen Lippenstift drauf. Wenn heute so ein großer Tag ist, ist das ja ein guter Anlass für einen guten Lippenstift. Sozusagen machen wir uns jetzt gemeinschaftlich fertig.
Jetzt wäre es für dich noch einfacher, wenn du auch den Modus hättest, dass du nur reden musst, ne? Das Schreiben ist immer ein wenig blöd an. Wir machen uns fertig. Sehr geil. So, schön einklopfen. Meine Haut braucht gerade wieder Feuchtigkeit. Die saugt. Das ist der Hammer. Merkt es schon, wie es reinzieht. BB-Cream, getönte Feuchtigkeitspflege. Super für Leute mit trockener Haut und Haut, die gerne Feuchtigkeit braucht. Also die besonders viel braucht. Natürlich auch für normale Haut. Aber ich sag immer, Leute, die Haut haben, die Feuchtigkeit wirklich nur so aufsaugt, da ist die BB-Cream eine Mega-Wahl. Und vor allem hat man halt auch gleich noch eine Pflege dabei. Das ist halt das Nächste. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du dir eine Tagescreme drauf machst. Und die ist halt nur einfach noch getönt. So. Schön verteilen, ne? Ich muss immer gucken, deswegen schaue ich hier mal hier unten auf den Spiegel. Wenn ich nämlich nur in die Kamera schaue, passiert mir das öfters mal, dass ich irgendwo, ja, was vergesse. Und dann sieht es immer ein bisschen seltsam aus. So, ich klopfe mir die immer mit dem Beauty Blender ein, weil, wenn ich mit dem Pinsel arbeite, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass meine Haut das so absorbiert, dass dann wirklich so Pinselstreifen dabei sind. Das finde ich jetzt nicht wirklich schön. Und mit der Hand sollte man sowas nicht machen, weil selbst wenn du dir die Hände wäschst, du hast immer irgendwas noch an der Hand dran. Und doch, dann wischst du es dir eigentlich in deine Poren. Natürlich wichtig, den auch immer wieder mal sauber machen, ne? Logisch, ne? Sonst hast du das gleiche Problem. Das ist natürlich Voraussetzung. Ich wasche meinen immer nach dem Live gleich oder je nachdem, wenn ich mich auch mal ohne Live-Schmink halt, wenn ich ihn benutzt habe, einfach mal unter warmem Wasser aus und einmal die Woche mache ich das Ganze richtig dann so mit Babyshampoo. Einfach ein bisschen nass machen, Babyshampoo drauf und wenn man den dann so ein bisschen pumpt, dann schäumt der gleich auf. So, das war's schon. Was seht ihr hier? Ich habe so trockene Haut im Moment, hier oben auch, dass ich das hier so richtig, ja, Wahnsinn. Ich muss heute mal ein bisschen gucken mit dem Lidschatten. Ich mache da mal heute nicht so viel drauf da oben, weil ich da gerade extrem Probleme habe. Weiß noch nicht von was. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Von irgendwas. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch ein bisschen da oben hin mache. Vor allem, ich glaube, ich mache da jetzt mal ein bisschen heller. Das mache ich jetzt mal direkt auch gleich auf den Blender drauf. Weil das kann durch da einsaugen. Das ist so eine trockene Ecke. Haut gut, wenn ich da mal ein bisschen mehr drauf mache jetzt. Und ich nehme jetzt nur das Helle, damit ich gleichzeitig mein Auge, weil ich es da oben jetzt definitiv nicht so viel mit Lidschatten bearbeiten werde, eben weil es da trocken ist. Dann machen wir das da ein bisschen heller. Das ist auch meine helle BB-Cream, die ich ganz gerne mal zum Highlighten nehme. So über die Nase mal dann, wie ihr seht. Tök, tök. Und hier oben das V. Können wir gleich mal machen, wenn wir sie schon in der Hand haben. Die ist ein Ticken eben heller als meine normale. Die unten am Kinn ist auch so ein Punkt, den man zum Highlighten eigentlich immer nutzt. Alles, was so ein bisschen, was man hervorheben will und auch was man ein bisschen, ich sag immer, vom Gesicht wegsteht. Das möchte man, das soll man hervorheben. Und dann natürlich Highlight unter den Augen, ganz wichtig. Einfach nur zum wacher, frischer Aussehen. Mache ich auch immer so ein bisschen Dreieckform, Triangelform. Klopfe das jetzt erstmal vorsichtig so an und dann arbeite ich es richtig ein. Mein verrückter Mann da drüben im Wohnzimmer. Und er hält sich mit den Flügeln. Der Verrückte. Passt zu den verrückten Vögeln. Mache ich heute ruhig ein wenig mehr, weil wie gesagt, meine Haut saugt ohne Ende gerade. So, jetzt klopfe ich es noch schön rein. Und ich werde es dann auch gleich mit dem Puder ein bisschen absetten. Dass es nicht gar so glänzt. So. Den Rest vom Ei, den haue ich mir jetzt immer noch ein bisschen unten damit hin. Da ist noch vom von der anderen
BB Cream in der Farbe Bisque von der ersten. Das war jetzt die Farbe Cream. Das ist die ganz helle. Bisque und Cream habe ich jetzt verwendet. Bisque ist meine normale Farbe im Moment noch und Cream ist meine Highlighter-Farbe und hier kommt die Sommerfarbe Honey. Brauche aber noch, weil noch, nee. Sommer ist bei mir noch nicht ausgebrochen, wie ihr seht. Sodele, die Augenbrauen machen wir mit dem Augenbrauenstift. Der ist ja im Monatsangebot, deswegen werde ich euch jetzt wahrscheinlich den Monat fast immer mit dem beglücken und nicht mit der Augenbrauenpalette. So, und jetzt wisst ihr, wo ich ihn hin habe. Normalerweise schmeiße ich ihn doch immer damit rein. Diesmal habe ich ihn wahrscheinlich woanders mit reingeschmissen. Ja, da ist er. Mein Baby. Dem lässt sich super einfach und präzise arbeiten, weil er eben so eine extrem dünne Spitze hat. So. Auf geht's. So ein bisschen nachzeichnen. Wichtig ist da einfach auch so ein bisschen, dass ihr wie kleine Striche, möchte ich immer so sagen, damit zeichnet. So habt ihr auch bessere Kontrolle darüber, wo ihr zeichnet. Ein bisschen die Augenbraue schick. Die Woche wird wieder gezupft. Dass wir endlich mal zu einem Ergebnis kommen, wo ich hin will. So, andere Seite. Hier seht ihr, die gehören schon wieder weggezupft, aber die lasse ich jetzt stehen. Das machen wir morgen oder übermorgen dann. In Perfektion wieder weiter. Heute ist der letzte Tag vom Gewinnspiel von dieser Woche. Also wer noch teilt, hüpft für die Woche noch mit rein. Ich habe gesagt, wir machen das jetzt immer von Montag bis Sonntag. Ich glaube, das ist so ganz sinnig. Kann ich dann immer Montag auslosen und starte dann für die nächste Woche wieder neu. So, jetzt gehe ich schon mit dem Kämmchen drüber. Damit lässt sich immer wahnsinnig viel machen. Also das ist mega cool, weil das so fein ist. Da spuren die Härchen präzise und fein. Die ist wieder viel schöner. Es ist immer so, die rechte Seite ist einfach die bessere. Links ist nie so, wie ich das möchte. Ach ja. Naja. Ist mir auch noch viel zu rund, da fehlt mir der Bogen. Aber naja. Das ist jetzt so. So, das war jetzt der Augenbrauenstift. Wie gesagt, der ist im Monatsangebot dabei. Gibt es in der Farbe Light, Medium und Dark. Das ist Medium. Medium. So, ich möchte mal kurz meine Lippen mal heute mal ein bisschen vorher mit Lip Bonbons, die haben wir in 5, 6 verschiedenen Sorten. 6, glaube ich. 2 habe ich gerade da. Das sind getönte Lippenpflegestifte. Mache euch nochmal auf, damit ihr mal seht, wie die aussehen. Da in dieser pinken. Der hier, Strawberry, nee, Raspberry Cheesecake oder Strawberry, ich sag's immer falsch, Raspberry Cheesecake und der Vanilla Milkshake. Ich finde jetzt nicht, dass die so extrem schmecken, aber sie riechen gut, das finde ich immer schon. Und es ist eine richtige Pflege. Der jetzt hier, dieser Vanilla Milkshake, seht ihr, hat so ein bisschen einen cremigen, hellen Ton.
Aber ich mache den jetzt eh nur kurz drauf, damit es so ein bisschen einziehen kann, dass ich dann nachher schön einen Splash drauf machen kann. So, die Augen, ja. Was mache ich heute? Ich bin so ratlos. Mach mal heute mal irgendwas mit. Könnten wir den Shroud da nehmen? Den habe ich schon lange nicht mehr benutzt, den Ton. Was könnten wir dazu noch nehmen? Was habe ich denn heute noch an? Vielleicht. Da ist auch Gold drin. Könnte man vielleicht auch wirklich in sowas Goldiges noch gehen. Was Goldiges? Okay. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal dich. Was bist denn du? Nancy. Schaut mal. Goldig. Und Shroud, das ist was, ja, so Anthrazit, grau Anthrazit. Mag ich auch total gerne. Also ich glaube, die zwei werde ich mal nehmen. Und wisst ihr was? Die sind jetzt mal wieder ganz crazy. Ich weiß noch nicht, wo ich die habe. Ich glaube, ich habe die noch in meiner kleinen Palette drin. Aber in der großen fehlt die. Wo ist denn? Uno momento. Ich muss wühlen. Ach, da ist umgekippt, deswegen sieht man den nicht. Genau. Ja, das mache ich. Den hole ich mir noch raus dazu. Moment, ich zeige ihn gleich. Das ist auch so ein schöner Ton, den mag ich total. Und zwar heißt der Fervent. Der da. Ich glaube, die drei, die will ich jetzt mal irgendwie so. Aber mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich nehme jetzt gleich mal meinen großen Blender. Den dicken. Den dicken. Und nehme mir wirklich gleich mal dieses Fervent, also dieses rötlich, rotbraun, ja. Tupf da mal rein und schau mal. Fangen wir mal gleich damit an und verteilen uns das übers bewegliche Lid und auch so ein bisschen hoch oben ziehen. Mal jetzt nur ganz leicht erstmal. Ich noch nicht weiß, wie ich die anderen Farben damit kombinieren will. Jetzt machen wir erstmal so ein bisschen zart. Aber guck mal, ich habe jetzt hier einmal reingetupft, wie viel das trotzdem eigentlich schon ist. Nur von einmal so tipp reintippen. Nochmal reintippen. So, ja, das ist echt ein schöner Ton. So, jetzt bleiben wir ein bisschen kreisen. Schön einarbeiten. Und verteilen. I like it. Das wird dann wieder im Herbst einer meiner. Da werdet ihr den ganz oft sehen. Den Fervent, den Witty. Witty ist wenig so ein Orangeton. Agile ist auch so ein schöner in dieser Richtung hin. Einarbeiten. So, jetzt kommt das Kind. Das habe ich fast gedacht. Aber er hat es gecheckt. Da ist jemand live. Ja, so schaut's aus. Da ist jemand live. Da hat mir heute wieder ein paar Skills gezeigt am PC. Dinge, die mir das Leben erleichtern. Definitiv. Wie hieß das? Das ist so ein Werkzeug, da kann man sich mit. Das ist total cool. Ja, zum Beispiel aus Bildern Sachen ausschneiden. Manchmal, wenn ich Collagen für mich mache oder so. Weil da hocke ich mich ja hin und durchsuche das Web und durchsuche unsere Unique-Seite und stelle mir das dann immer so ein bisschen zusammen und da hilft er mir immer ungemein mit solchen Tipps. Ich habe jetzt aber vergessen, wie es heißt.
Hab's mit dir geteilt. Na super, war ja klar. Ja, ist doch schön. Ach ja, so ist das. Herrlich. Nicht so schlimm. Ich schau's mir auch noch mal an. Was machst du heute jetzt schön, wenn du dich gerade herrichtest? Machst du dich auch schick mit Farbe oder bist du heute etwas zurückhaltender? So, jetzt nehme ich mir mal wirklich diesen Schrut und setze mir den mal in das äußere V raus, beziehungsweise auch ein bisschen in meine Lidfalte noch, weil der ist relativ dunkel. Guck mal. So ein Anthrazit mit so ein bisschen metallisch leichten Glitzerpartikeln. Ziehen wir uns jetzt mal da rein und hier runter. Hi Steffi, schönen Sonntag. So, dann ziehen wir uns da jetzt mal her. Schauen wir mal. Hängt eine Wimper. Wimpernklimper. Ja, das ist nämlich cool. Verblenden wir gleich, aber jetzt machen wir erstmal die andere Seite noch. Das reicht wirklich einmal, wie ihr seht, reintupfen und dann gleich verteilen. Weil der ist auch wieder mega ergiebig. Da kann man halt schön blenden. Der ist echt auch schön. Lass uns ihn da runterziehen, ist das gleich gar nicht mehr so schlimm. Das ist ja mal das Schöne, ne? Mit Verblenden kriegst du einfach alles nochmal wieder ins Lot. Nur ich wollte jetzt auf diesem rötlichen Ton gerne so einen dunklen haben. Jetzt vermengen wir das mal da so ein bisschen, weil ich das, glaube ich, ganz gut finde, wenn sich das da hinten verteilt zusammen. Kreisen wir mal ein bisschen hier, ne? Ihr wisst ja schon Bescheid, Mädels. Aus dem Handgelenk und immer von außen nach innen. Schon wird es weicher. Und da müssen wir noch ein bisschen aussäubern. Ein bisschen gesäut habe ich heute. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. In der letzten Zeit ist mir das schon lange nicht mehr passiert. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr genommen. Die Farbe. Shroot, sieht man ja, ne? Habe sie ein bisschen unterschätzt. Ist schon sehr kräftig. Aber egal. Müssen wir halt jetzt ordentlich blenden. Dann kriegen wir das schon gebacken. Aber miteinander, die harmonieren schon richtig schön, die Farben. Gefällt mir gut. Das war jetzt Fervent. Moment, ich zeige es euch nochmal nebeneinander. Fervent und Shroud. Ein bisschen seitlich vielleicht auch zeigen. Ne? Okay. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte es zeitlich, damit man da eher so. Weil ich finde, mit dem Lichteinfall ist immer ein bisschen schwierig. Und so ist es ja eigentlich auch auf dem Auge, ne? Der Lichteinfall. Jedes Mal sieht es ein bisschen anders aus. Ich finde, das sieht gerade so geil aus in dieser Box. Schaut mal, die Farben so. Nie, voll schön. Ich weiß, ich habe einen Schuss. So, und jetzt nehmen wir wirklich das Ansi. Welchen Pinsel nehme ich? Ich will einen feinen, aber nicht. Ich glaube, ich nehme den Deluxe. Den Deluxe. Mal schauen, ob wir das vielleicht ein bisschen tupfen erst. Ich will es so ein bisschen in die Mitte hier. Ja, genau. Wir tupfen.
Schön, ne? Schön. I like it like that. Ich will es hier noch ein bisschen verblenden. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen nach oben noch was ziehen. Und hier nochmal durch. Alles klar, Herr Ulrich? Schnell wieder die Tür zu. Schnell wieder zu. Bevor die Alte noch was von mir will. Seht ihr? Ich mache jetzt hier meinen Fauxpas. Gleich wieder weg. Oh, ja. Schön reingelangt. Schön auf die Wange. So, wie sie es gehört. Das kommt davon, wenn man die Farbe da unten liegen lässt. So sollte man es jetzt nicht tun. Also da gehört der Lidschatten nicht hin. Geil. Vor allem jetzt auch noch der schöne rote, ne? Ja, so muss das sein. Damit wir gleich alles, was wir so schön aufgebaut haben, peng, wieder da haben. Ach Gott, aber jetzt. Das ist das Schöne, man hat immer noch einen Rest drin. Schwuppdiwupp ist der Rest eingearbeitet. Und man sieht nichts mehr. Yep. So. Ich glaube, bis auf unten rum. Was nehme ich da heute? Nimm mal den Schnee, wir nehmen Vorwand unten rum. Genau. Wenn schon, denn schon. Wo ist mein Lieblingspinsel? Die ich da für mir auserkoren habe in Zukunft. Da. Angled Shadow und Sponge Brush. Oben ein Schwamm, unten diese, ja, der abgewinkelte Pinsel. Den nehme ich wahnsinnig gern für hier. Weil durch das Abgewinkelte lässt es sich halt so prima genau hier so arbeiten. Ne? Gerade in der Schräge dann da. Das lässt sich damit super. Super machen. Ne, jetzt, ich wollte gerade drauf tippen, weil es ein bisschen heller wird, aber na, hat schon von allein gemacht. Brav. So. Das reicht mir schon. Verblend noch ein bisschen. Gut. Mal noch ein kleines Highlight oben drauf mit Optimistic. Ich glaube, das machen wir noch. Kommen wir auch gleich an der Seite noch ein bisschen. Aber dann machen wir vorher einen Bronzer, dann haben wir das nämlich gleich schon weg. Erst eine Runde Bronzer, dann machen wir Highlight. Geht ja schnell. Bronzer ist drauf. Highlight ist next. Wir highlighten ein bisschen hier oben. Direkt unter der Augenbraue. Dann natürlich, ne? Hier natürlich.
Oh. Die Nase. Zack. Schön. Wir sind schnell. Ich merke schon, es geht zackig. War jetzt mit Optimistik. Pinsel zurück. Zack, 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 zack. So, Mascara. Mascara. Nachdem man ja gestern doch nicht gekommen ist. Ich war erst ein bisschen angefressen, muss ich ehrlich sagen. Aber... ja, dann kommt sie halt morgen. Kann ich mich jetzt auf morgen freuen. Ich finde es echt schön geworden mit diesem Rot. Und also das, ja. Es gibt einfach keine schlechten Farben. Man muss nur manchmal einfach mutig sein und mal so ein bisschen Kombination beweisen. Kombinationstalent oder Kombinationsmut in dem Fall. Und wenn es doch dann doch mal irgendwie nicht so toll ausschaut, kann man es ja immer auch noch, finde ich, dann mit einer anderen Farbe auch retten. Also man kann da so viel noch immer verbessern. Heute. Ist denn überhaupt jetzt noch jemand da? Es ist wieder so ruhig geworden, keiner schreibt. Was treibt er denn heute noch? Das Wetter ist jetzt doch gar nicht so schlimm. Im Gegensatz zu gestern. Na, gestern war ja eine Katastrophe. Die Manuela ist noch da. Du bist echt wirklich, also ich muss mal irgendwie so ein Award für treue Zuschauerinnen ausgeben. Da bist du ganz weit vorn mit dabei. Du malst auch gerade, ja. So soll das ja auch sein. Mal mal schön. Kannst mir ja nachher mal ein Bild schicken, was du gemalt hast. Bin doch immer neugierig, was ihr so zaubert. Ja, das brauchst du ja nicht, ne? Wimpern hast du ja. Cleveres Mädchen. Ups. Mutti schiebt den Tisch durch die Gegend. Bisschen gekleckert, aber nicht arg. Just a little bit. Schniefnase kommt auch schon wieder. Ah, unser Paulchen macht uns gerade Sorgen. Das ist ein bisschen unser Sorgenhase. Der ist heute schon den ganzen Tag so still und verzieht sich. Das ist immer kein gutes Zeichen. Will nicht richtig fressen, haben vorhin schon mit Löwenzahn gelockt. Ein Blatt hat er gegessen und dann war's das. Normalerweise macht er sich über sowas immer her. Nee. Graut's mich schon davor heute Abend, wenn wir dann zurückkommen. Oh, wird das alles gut ist. Und dass er einfach wieder frisst. Weil das ist bei Hasen, wenn die nicht fressen, das ist. Ja, fast schon tödlich. Weil die haben ja so einen Stopfmagen. Da muss immer was drin sein. Oskar hat heute eine Hummel gefressen, auch nicht mehr. Was, die Leitung hängt? Meine Leitung hängt? Oh ja, das Kind ist da. Der wird wahrscheinlich jetzt drüben wieder ziehen. Na, ich bin gleich durch.
Schaut mal. Aber ich wollte euch wenigstens nochmal die Augen schnell nah zeigen. Weil ich die echt jetzt richtig schön finde da. Richtig schön mit dem Rot. Hm. I like it. So, ich glaube, heute ist mal Zeit für Snarky. Snarky ist zwar leider im Moment ausverkauft, aber dazu will ich jetzt einfach Snarky sehen. Lip Liner nehme ich. Ich glaube, Pompos. Nehme ich Pompos? Wenn ich ihn finde. Da ist er. Pompos. Blub. Den nehme ich dafür. Ah, eine Hummel gefressen. Ist lustig, ne? Wir haben ja auch einen Vogel, der Oscar heißt. Den man da ständig im Hintergrund hört. Die sind heute wieder ein bisschen draußen und dann tappt der mal auf dem Käfig rum und motzt. Der kann ja nicht richtig fliegen. Und vor allem ist geil, wenn die Momo dann wegfliegt, dann flippt er total aus. Dann will er der immer nach und dann stürzt er ab. Vorher schon, dann musste ich ihn wieder hochholen. So goldig, aber mittlerweile rafft das halt wenigstens, wenn ich ihm dann die Hand hinlege am Boden. Dann kommt er mal hergedapst und hockt sich drauf und lässt sich dann hochheben, weil das, seitdem die zu zweit sind, ist das ja nicht mehr so. Zum Anfang war der total zutraulich, dann war auf der Schulter, auf dem Kopf, du konntest mit dem schmusen alles und dann haben wir sie geholt. Nachdem er angefangen hat, sich zu rupfen, hat die Herz gemeint, es ist Einsamkeit. Ich dachte, ja, dann müssen wir unbedingt eine zweite holen dazu, ein Pär, also dass es halt ein Pärchen dann ist. Und jetzt rupft er sie am Hinterkopf. Ewig schon halt. Aber sie geht immer wieder mit dem Kopf hin und lässt sich rupfen. Ich kann es nicht ändern. Aber seitdem, also zutraulich ist es eigentlich, kannst du vergessen. Die sind nur noch aufeinander fixiert. Aber nein Gott, alles gut. Ist halt so. Seht ihr? Da muss heute Snarky drauf. Gar keine Frage. Das passt wie Faust aufs Auge. So. Ladies. Das war's. Eine Runde Setting Spray. Und gut ist. Immer schon gelenkt. Das habe ich schon die letzten Tage immer vergessen, ne? Das ist so geil. Warum auch immer ich das mal vergesse. Meistens wird ich dann unterwegs. Ah, mein Setting Spray. Ja. Dann ist es zu spät. Ich glaube, ich muss mir noch eins fürs Auto kaufen. Mal schnell im Auto dann. Wäre, glaube ich, sinnig. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es schön. Ist jetzt mal wieder ein bisschen ein, ja, schon gewagter oder Look. Aber das ist halt meins. Ich stehe da drauf. Das habt ihr jetzt auch schon mitbekommen. Also bei mir gibt es meistens solche Sachen. Und ja, ich liebe es halt einfach. So, ich bin fertig. Wer reingeschaut hat. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich über jeden, der mal reinschaut. Das wisst ihr ja auch. Ich freue mich auch über jeden, der teilt. Ihr helft mir damit so wahnsinnig. Wäre ganz lieb, wenn ihr das tun würdet. Gewinnspiel läuft heute jetzt den letzten Tag. Morgen startet dann ein neues. Morgen wird ausgelost. Das heißt, morgen kriegt doch einer Bescheid, der gewonnen hat. Mhm. Wer teilt, vielleicht mit Hashtag geteilt kommentieren. Dann finde ich euch leichter. Ja, habt noch einen schönen Sonntag. Genießt den freien Tag, wenn ihr hoffentlich einen habt. Es gibt ja auch Leute, die sonntags arbeiten müssen, von daher. Ja, und dann. Ich bin jetzt raus. Wir gehen jetzt zum Kaffee trinken. Und dann sehen uns morgen. Und morgen, der große Tag. Morgen müsst ihr kommen, die 4D. Ich will es jetzt nicht zu viel versprechen. Ich hatte es ja schon am Freitag versprochen für Samstag. Nun denn, aber wenn sie morgen kommt, dann komme ich morgen mit einem 4D-Video live. Definitiv. Nur 4D-Anwendung, wie man das macht. So, ich bin
einen schönen Tag. Ciao.